Ja, und damit Hallöchen, die Raketen, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Planet Coaster. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und wir fahren hier mit einer unserer letzten gebauten Attraktionen mal ganz kurz am Anfang ein bisschen durch die Gegend. Es wird heute weitergehen. Wir werden ein bisschen was nachgestalten. Wir werden ein bisschen dekorieren. Und geplant ist, dass wir auch ein neues Fahrgeschäft bauen und eventuell noch ein bisschen Geld in die Forschung investieren. Da müssen wir mal gucken, wie wir das heute alles so hinkriegen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er da bleibt und wieder ein bisschen Feedback da lasst. Und dann, ja, kann ich nur sagen, let's fetz, es geht los. Und ja, es ist so, wie wir das letzte Mal gebaut haben, unverändert. Es ist aber noch nicht so, dass ich sage, es gefällt mir zu 100% diese Achterbahn. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass sie die auf kurz oder lang auch nochmal abreißen werden und ja, das Geld anderweitig investieren. Ich habe mir heute gedacht, wir werden zum einen diesen Weg überdachen, weil so lang über den See sieht er ein bisschen nackig aus. Wir werden hier vielleicht nochmal so eine kleine Erderhebung machen, dass auch der Steg nicht ganz so lang aussieht. Des Weiteren habe ich überlegt, den Weg hier hinten noch ein bisschen rumzulegen, um hier einen Weg von der Insel quasi direkt hier rüber zu legen, dass die Leute nicht wieder diesen großen Weg außen rumlaufen müssen. Dann würde ich ganz gerne hier hinten eine weitere Attraktion hinbauen, wenn wir denn das Geld haben sollten. Und die neuen Planungen für später sind, dass wir eine Eisenbahn hier einmal rumlaufen lassen, dass die Leute auch von da vorne nach hier hinten kommen und das nicht unbedingt immer zu Fuß machen müssen, sondern eventuell das Ganze auch mit einer Attraktion machen können und das so miteinander verbinden können. Da wisst ihr erstmal Bescheid. Des Weiteren, genau, hier wollen wir auch noch ein bisschen Wasser reinmachen, eine kleine Sprenkelanlage, sodass hier quasi auch dadurch noch ein bisschen Deko entsteht. Und wenn wir das Geld irgendwann haben, kommt auch hier noch ein Premium-Eingang hin, aber aktuell sind wir immer ein bisschen knapp bei Kasse, deswegen müssen wir immer mal schauen, kann auch sein, dass wir gleich nochmal einen kleinen Kredit aufnehmen müssen. Okay, wenn wir ganz kurz in die Forschung gucken, wir haben aktuell hier nichts drin. Also nichts, was wir irgendwie ja, forschen könnten. Aber ich habe ja gesagt, ich will bei den Schienenfahrzeugen hier diesen Conny Express, den würde ich ganz gerne erforschen, damit wir den auch basteln können. Fahrgeschäfte haben wir aktuell 5 Stück. Und wir müssen auch mal kurz reingucken. Aktuell sind ja die Preise überall gefallen. Allerdings sind wir hier so langsam an einem Punkt, ich glaube bei dem hier, wenn wir das ein bisschen laufen lassen noch über die nächste Zeit, wenn wir hier hinten mal reingucken, dann sind wir schon fast wieder dabei, den Ruf hier, ihr seht es hier hinten, den Klassiker zu haben. Noch 1 Jahr und 2 Monate dauert das und dann können wir, hat das Fahrgeschäft einen Prestigebonus von 110% und das dürfte auch bei dem hier gar nicht mehr so lange dauern, den wir ja kurz danach gebaut haben. Hier dauert es ebenfalls 2 Jahre und 4 Monate, also doppelt so lange, aber auch da können wir dann irgendwann die Preise mal wieder hochknallen, sobald ja, sobald es uns irgendwie möglich ist. Okay, also so viel zum Plan. Mal gucken, ob wir den umgesetzt bekommen. Ich würde ganz gerne erstmal hier vielleicht auf den Kreuzungsbereich ein bisschen ja, die Erde anheben, allerdings nicht so stark. Nicht so hoch. Also groß von der Größe. Das wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn man das Ding auch so sehen würde, wo es ist. Okay, also wir heben irgendwo was an. Ich weiß aber nicht wo. Ach, hier hinten. Macht das nicht gut? Nein. Das ist natürlich suboptimal. Jetzt müssen wir hier erst wieder reingehen. So. Müssen wir unter Wasser gehen. Also das ist doof, dass man das halt unter Wasser oder über Wasser nicht sieht, wenn man unter Wasser das Ding hat. Ich sag mal, wenn wir den jetzt hier ein bisschen anschrägen.
Okay, jetzt schräg sich das nach unten an. Also eigentlich genau das, was ich nicht wollte, aber gut. Dann reicht das so. Dann haben wir jetzt hier wie so eine kleine Insel. Ja, auch die könnte man dann zur Not noch ein paar Bäumchen mit draufsetzen. So, dass es dann halt auch noch ein wenig gestalterisch aussieht. Und nicht alles ganz so nackig ist, wo hier drüber gelaufen wird. Das sind die falschen Bäume. Das sind die richtigen Bäume. Wobei wir hier gucken müssen, dass wir die Bäume gleich anders hinstellen. Hoppala, schaut mal, das sieht ein bisschen doof aus. Das machen wir nachher nochmal. Wir haben jetzt aktuell 405 Dollar. Ich überlege, dass wir hier hinten jetzt noch, wie gesagt, eine weitere Attraktion hinbauen. Dafür könnten wir aber auch ganz kurz ein bisschen Darlehen brauchen. Wir nehmen uns mal 5000 auf. Und dann machen wir ganz kurz Stopp. Das liegt einfach daran, weil ich jetzt nicht weiß, wie lange das sonst dauern würde, wenn wir das durchgehen lassen. Und dann müssen wir mal kurz gucken. 4000 kostet der ganze Bereich hier. Übelkeit, Spaß nicht ganz hoch. Wir müssen natürlich irgendwas nehmen, was auch ja, gut ankommt. Der Kickflip sieht, glaube ich, ganz gut aus. Das ist zwar jetzt nicht das, das größte Karussell. Aber wenn wir den eventuell hier hinten mit hinstellen. Ah, hier. Eingang. Ausgang. Oh ne, warte mal, halt, stopp. Nur einen weitermachen. So, dass wir dann da den Premium-Eingang hinsetzen können. Mal so ein bisschen zurück auf 2 Meter, sieht das gar nicht so verkehrt aus, wenn die Schlange dann ein bisschen ha. So, jetzt machen wir hier noch den Ausgang.
den Schlangenlinien. Okay, dann könnten wir hier nämlich auch was dazwischen setzen. Dann gucken wir mal gleich, wie das hier aussieht, wenn wir hier sagen, wir wollen hier für das Dings im Premium-Eingang aktivieren. Dann machen wir hier nämlich den Premium-Pass-Eingang platzieren. Nämlich hier vorne. Hier kann dann reingegangen werden. Wunderbar, dann können wir nämlich das Ganze dann auch schon gleich aktivieren, wo wir die Farbe. Könnten wir vielleicht noch ein bisschen was machen. Von der Farbskala, das Grüne gefällt mir nicht so. Blau. Wir machen mal. Oh komm, wir machen das mal wie unser Formel 1 Team Penta Racing. Dann machen wir das Ding hier nämlich schwarz. Schwarz, gelb. Jetzt müssen wir nur kurz gucken, was besser aussieht. Hier unten ist weiß. Ganz unten. Weil ich glaube, dass das gut ist, wenn wir das hier gelb machen. Und das hier weiß. Zack, 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 zack. Ja, okay. Klasse. Läuft. Okay, dann sage ich mal, wir machen gleich erstmal auf 10, wir runden erstmal auf und sagen direkt Feuer frei. Dann haben wir noch ein bisschen Geld übrig. Davon würde ich auf jeden Fall gerne schon was hier mit reinbringen wollen und dazu brauchen wir ein bisschen was zum Erstellen. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz rein und zwar bei Gebäude, Säulen. Und dann müssen wir mal kurz gucken, was wir hier, Eisensäule. Nee, die Eisensäule ist ganz schön groß. Nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen hier sowas. Holzpfosten. Den nehmen wir.
So, sieht doch gleich viel schicker aus. Jetzt werden wir hier noch ein bisschen was malen. Wir malen noch ein bisschen. Ich habe ja gesagt, wir wollen noch hier ein bisschen Terrain machen. Das heißt, wir werden auch hier ein wenig ein bisschen was absacken. Die Größe ist kleiner. Oh nein. Naja, bis ganz hoch können wir leider nicht gehen. Ist natürlich sehr schade. Uns fehlt hier so eine kleine Zwischenstufe, bis zu der wir gehen können. Ist natürlich ein bisschen schade, dass das nicht so hoch geht. Aber wir können es halt nicht ändern. Vielleicht ein bisschen tiefer noch. Machen wir natürlich dann nachher noch eine Hecke drumherum, dass das ein bisschen schicker aussieht. Und noch ein, zwei Animatronik-Sachen mit rein. Zwei kleine Wasserfontänen hier. Der nicht ganz. Ja. So, dann spritzt der hier einmal hoch. Dann machen wir hier drumherum dann nachher nochmal eine Hecke. Das mache ich dann noch im Schnelldurchlauf für euch. Und dann brauchen wir so viel hier heute gar nicht mehr machen. Dann haben wir das Dach gemacht, dann haben wir den Dings gemacht und wir wollten ja hier noch den Weg rüberziehen. Und das Problem ist, glaube ich, bei dem hier aktuell, dass der nicht so viel macht, weil der halt auch recht weit weg ist. Ähnlich wie die Achterbahn hier drüben.
Warte mal, wir machen erstmal noch schnell den Weg hier. Hier wieder nicht durchlaufen. Blockiert. Schade eigentlich. Dass er den hier so nicht setzen will. Okay. Dann hilft das alles nichts. Dann müssen wir... müssen wir halt so laufen. Blockiert, aber warum? Hätten wir den schon früher, wir hätten den vielleicht schon früher hochsetzen müssen, wa? Auch blockiert. Das weiß ja gerade selber keiner, warum das nicht funktioniert. Mit dem Bäumchen hier und so. Warum soll es ja nicht hapern? Ich meine, wir machen es auch ein bisschen breiter, so ist es nicht. So dass der Weg hier auch durchpasst. Wege mit Geländer aus, ja. Die wollen wir auch kennen. Okay, also manche Sachen sind dann doch echt komisch.
dass es manche Sachen halt gibt, die dann hier in so einem ganz komischen Weg enden. Ich verstehe nicht, warum wir... Hier, nee, das gefällt mir nicht. Das sieht aus wie Kraut und Rüben. So, müssen wir den halt hier verbinden. Kann doch nicht so schwer sein. Da haben wir jetzt so einen kleinen Schlenker drin. Also das finde ich nicht ganz so schlimm wie das andere Ding eben. Oder wir machen, warte mal, wir können jetzt auch eigentlich... Dann machen wir nämlich jetzt generell so ein rundes Ding draus. Hier schön. Ah, das ist natürlich klar. Wir haben kein Geld. Papa hat nicht aufgepasst. Okay, so. Geld ist nochmal da. Okay, guck mal, der ist sogar einen Ticken tiefer. Deswegen... Verstehe. Deswegen war das vorhin hier halt auch so komisch. Das ist minimal, das lässt sich verkraften. Okay. Forschungstechnisch ist der Conny Express auch bald fertig. Wenn der Conny Express fertig ist, dann werden wir den auch einmal rumziehen. Und ja, ich hoffe, dass dann auch ein bisschen mehr Fahrgäste auf die hinteren Fahrgeschäfte kommen. Weil wie gesagt, der Hauptteil spielt sich halt hier vorne ab. Deswegen läuft hier auch viel rum und einmal quer durch. Und wahrscheinlich, weil es hier hinten noch nicht ganz so viel gibt, kommt hier auch ganz, ganz wenig her. Die Leute verirren sich hier noch nicht her, sondern eher halt hier auf der Pirateninsel und so. Ja, okay. Dann war es das hier von mir heute erstmal. Wir haben jetzt ein bisschen dekoriert, Wege gezogen, das Dach gesetzt auf unseren Übergang, glaube ich, das sieht auch gar nicht so verkehrt aus, das ist ganz schick, hier vorne haben wir noch ein paar Bäume mit hingesetzt. Ich werde jetzt so oft hier noch ein paar Hecken rumsetzen, werde euch das dann zeigen, wie es das nächste Mal aussieht mit den Hecken und dann war es das heute wieder von mir. Lasst gerne Feedback da, wie es euch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, geht da steil, bleibt da geil, bis zum nächsten Mal, kommt euch mal da rein. Tschüss.